Ich bin Alexandra Emmerich, ich arbeite hier an der Uniklinik in Essen in der zentralen IT. Ich kommuniziere direkt mit den Fachbereichen, mit den Ärzten und Pflegern und auch der Verwaltung und schaue, was es für Probleme mit der Technik gibt, helfe direkt, wenn ich kann oder übersetze das sozusagen in IT-Sprache und gebe das dann weiter an die zuständigen Abteilungen. Was ich hauptsächlich mache, ist, mich um Hardware-Probleme zu kümmern, also sowas wie, der PC hat kein Netz, der PC fährt nicht mehr hoch. Bei mir war es ein Quereinstieg. Ich habe vorher was ganz anderes gemacht und angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften studiert. Habe dann in dem Bereich nichts gefunden und noch mal eine Ausbildung gemacht zur IT-Kauffrau. Ist jetzt nicht der typische Werdegang, wenn man hier anfängt im Benutzersupport, sondern dann würde man eine Ausbildung zur Fachinformatikerin Systemintegration machen. Besonders gut gefällt mir an der Arbeit hier, dass sie so vielseitig ist. Es gibt so ein paar Arbeitsaufträge, die wiederholen sich, aber es gibt auch immer wieder was Neues dabei. Also die Technik ist ja auch sehr schnelllebig und man muss dann wieder dazulernen. Das ist einerseits schwierig, aber andererseits gibt es eben auch immer was Neues, was man machen kann und es wird nicht langweilig. Wenn die Technik nicht funktioniert, dann gibt es eben auch Anwender, die dann darüber natürlich nicht begeistert sind. Und man muss dann selber schauen, dass man ruhig bleibt und auch mal was einstecken. Das funktioniert ganz gut, wenn man sich einfach empathisch in die Situation der Leute versetzt. Mein persönlicher Tipp ist einfach, go for it, macht es. Lasst euch von nichts abschrecken, weder davon, dass es noch eine Männerdomäne ist, denn das Arbeiten mit den männlichen Kollegen ist super cool und macht Spaß. Lasst euch auch nicht davon abschrecken, wenn ihr euch nicht seit der frühen Kindheit für Technik begeistert. Und es kommt eben darauf an, dass ihr Spaß am Lernen mitbringt und die Motivation, das zu machen. Und dann klappt es.